Hallo, herzlich willkommen hier bei mir in der Küche. In diesem Video zeige ich euch sehr gerne meine unverzichtbaren Helferchen in der Küche, wenn es um Thema Spülen geht. Und zwar beginne ich am besten auch gleich mit meinem absoluten Lieblingsprodukt und einem Produkt, was bei mir in der Küche tatsächlich nicht mehr fehlen darf. Das ist nämlich mein Küchenlappen. Das ist das hier, das ist das Millionending von Provin. Und das Millionending liebe ich über alles. Warum? Erzähle ich euch sehr gerne. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Tücher zu Hause habt oder Küchentücher und ob ihr damit auch zufrieden seid. Ich war es vorher nicht und zwar fand ich die ganz schön eklig. also die haben relativ schnell angefangen zu stinken, waren schnell löchrig und so weiter und so fort. Also so alle 3 Tage sind die bei mir in den Mülleimer gelandet. Weil, wie gesagt, ich die total eklig fand und da musste sofort immer ein neues her. Naja, dass das nicht so ganz nachhaltig ist und auch nicht sehr schonend für den Geldbeutel, war mir schon klar. Aber ganz ehrlich, so andere Alternativen kannte ich jetzt auch nicht. Und bis ich Provin kennengelernt habe und somit auch das Millionending. Das Millionending ist jetzt keine Mikrofaser, wie es bei den meisten Tüchern bei Provin ist, sondern das ist ein Bambustuch. Und somit eine Naturfaser. Das Bambustuch nimmt wirklich alles mit auf. Egal, ob es Fett ist oder ob was Glibbriges wie Ei oder was Farbiges wie Marmelade oder Nutella. Das nimmt wirklich alles in einem Schwupp auf. Unter klarem fließendem Wasser, das ist nämlich die Voraussetzung, damit es auch nicht mehr stinkt, das wird dann unter klarem fließendem kaltem Wasser ausgespült und das Tuch ist wieder sauber, es riecht nicht und kann wieder verwendet werden. Und das Ganze funktioniert sogar auch ohne Spülmittel. Das heißt tatsächlich, das Tuch, diese Fasern sind so besonders, die lassen diesen ganzen Schmutz einfach los. Ihr seht ja hier bei mir eine Zebra-Rolle oder eine Küchenrolle und das Millionending soll genau diese hier ersetzen. Nämlich, wir sagen, dass mir lieber ein Ding, ja, statt Millionen von Zebra-Tüchern. Ich meine, die haben wir doch bestimmt, ihr habt die bestimmt auch alle zu Hause. Und wenn wir so mal darüber nachdenken, wir verwenden die ohne nachzudenken und oft landet das im Mülleimer und allein diese Produktion von dieser einen Rolle braucht 30 Liter Wasser und das ist schon wirklich enorm, oder? Ich mache mal weiter und zwar mit einem weiteren tollen Produkt, wie ich finde. Das ist das Duopet Hurricane. Das Duopet Hurricane soll diese gelben Scheuerschwämmchen ersetzen. Und da ist es nicht nur ein Ersatz für Scheuerschwämmchen, sondern es kann noch viel, viel, viel mehr. Ich liebe das wirklich total. Zum einen, weil es halt so eine raue Seite hat und auch eine weiche Seite. Also mit der rauen Seite kann man halt Verschmutzungen lösen, mit der weichen Seite dann halt Verschmutzungen aufnehmen. Es ist aber auch viel, viel mehr als das. Zum Beispiel nutze ich das sehr gerne als einen Krümellappen. Wirklich. Also einfach Krümel kennen wir ja alle, entweder in der Schublade oder die Krümel hier. Kennt ihr die? Diese Krümel hier. Wie kriegt ihr die hier raus? Ich krieg's mit dem einmal raus. Und zwar bei dem bleibt echt alles kleben. Das ist das Tolle an dem. Und unter klarem fließendem Wasser lässt das auch wieder alles los. Ich habe sogar auch noch einen weiteren Tipp. Schüsseln mit Hackfleisch oder Schüsseln mit Hefeteig. Ihr kennt das ja, ne? Mit Sicherheit. Man kriegt sie mit nichts richtig sauber. Danach kann man den Lappen eigentlich wegschmeißen. Macht das ruhig mit dem Duopet Hurricane und danach könnt ihr mit klarem, kaltem, fließendem Wasser den einfach ausspülen, selbst ohne Spüli. Ich verspreche euch, das wird sauber und er stinkt auch nicht, weil er einfach diesen ganzen Schmutz loslässt. Hört sich wie ein kleines Wunderwerk an, ja, ist es wirklich auch. Also ich liebe es total. Wie gesagt, bei mir ist es täglich im Einsatz, Millionending und Duopet Hurricane immer am Start und immer nass bereit. Ne? So ganz ohne Spülmittel geht es ja dann in der Küche doch nicht. Und deshalb empfehle ich euch Glancy. Glancy ist eine Spülcreme. Wir sagen bewusst nicht Spülmittel, sondern Spülcreme dazu. Einfach aus dem Grund, weil sie
zusätzlich dermatologisch getestet wurde und hat auch mit sehr gut bestanden. Das heißt, dieses Spülmittel macht nicht nur ja, sauber, sondern ist auch sehr, sehr schonend für die Hände. Ja, es trocknet die Hände nicht aus und ja, kann auch zwischendurch mal als Seife bzw. zum Händewaschen benutzt werden. Ja? Das Ganze, diese 1 Liter Flasche, die kann man zum Beispiel direkt pur nutzen und wenn man ein Spülbecken voll machen möchte oder auch das Ganze dann mit Wasser verdünnt in dieser Schaumspenderflasche, also wirklich nur einen halben oder einen kleinen Fingerbreit von dem Glänzli mit rein, den Rest mit Wasser bis 1:10 und das ist dann die fertige Lösung und dann hat man so einen fluffigen, schönen ja, Spülschaum, meine ich. Ich zeige euch mal, so ein schöner fester Schaum kommt da raus. Und mit diesem Schaum kann man dann was Kleines abwaschen, einen Teller oder eine Tasse oder zwischendurch selber mal Hände waschen. Vom Geruch her erinnert mich das an meine Kindheit. Das ist so wie Baby-Shampoo oder Baby-Duschgel, so riecht es für mich. Wir haben es aber in verschiedensten ja, Variationen auch noch zur Auswahl. In Lemon-Variante zum Beispiel riecht es auch ganz lecker. Und ja, wie gesagt, das ist auch ganz toll, weil es halt auch sehr händeschonend ist. Ja, und wenn es ums Thema Spülen geht, darf ein Produkt auf gar keinen Fall fehlen, nämlich ein Geschirrtrockentuch. Denn alles, was nass ist, möchte natürlich auch trocken gemacht werden. Und dafür haben wir das Laundry. Das Laundry ist ein Geschirrtuch und ist mega, mega saugstark. Hat auch wirklich eine tolle Größe. Ich zeige euch das mal. So schön groß ist das, ist mega weich und ist wie gesagt extrem saugstark. Alle diese Produkte, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, zeige ich euch in den nachfolgenden Videos auch nochmal in Aktion. Und so könnt ihr auch nochmal sehen, was die Produkte wirklich noch leisten können. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei.